im Ziel angekommen sind. Stimmt das? Ja, ich habe mich so gefreut, hier in Kenmore dabei zu sein. Ich habe ja so gute Erinnerungen im letzten Jahr gehabt vom Cup. Und ich wusste heute bei dem Wind, da kann es ein bisschen verrückt werden von den Ergebnissen. Und ich hatte stehend wirklich gute Bedingungen. Liegend war es doch auch schwierig. Und das Stehen habe ich einfach genutzt. Und mit einem Fehler war ich halt einfach gut dabei, ja. Da muss man sich bei solchen Bedingungen auch nicht schämen, wenn man mal ein bisschen Glück hat oder auch in Anspruch nimmt, ne? Nee, jeder kann mal Glück haben und ich hatte es heute, ja. Es ist hier eine wunderbare, eine traumhafte Kulisse. Wie viel kriegen Sie während des Rennens davon mit oder ist das gar nicht möglich, weil Sie sich dann doch so sehr konzentrieren müssen auf das, was Sie da tun? Doch, doch, es gibt immer so Momente, gerade wenn ich da hinten aus dem Wald rauslaufe und direkt auf die Rocky Mountains schaue, das ist einfach gigantisch. Klar, das ist so eine Millisekunde, die ich darüber nachdenke, aber es ist einfach unglaublich schön hier, ja. Ja, wir können das auch sehr gut genießen. Herzlichen Glückwunsch und tollen Rennen und vielen Dank für den kurzen Besuch.